Sinn. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Geschichte wiederholt sich nicht, aber es gibt historische Déjà-vus. 1975 entstanden auf der amerikanischen Botschaft in Saigon Bilder, die um die Welt gingen. US-Helikopter landeten nonstop auf dem Dach des Gebäudes und luden Zivilisten ein. Nordvietnamesische Truppen waren am Morgen in die Stadt eingedrungen und schnell verbreiteten sich Schreckensmeldungen, dass sie die Helfer der US-Armee an die Wand stellen würden. Wer konnte, rettete sich also mit einem Hubschrauber und floh. In Afghanistan geht jetzt ein genauso langer Krieg zu Ende und die Taliban sind erst diese Woche in die Stadt Kunduz eingedrungen. Auch hier gibt es Menschen, die für die westlichen Truppen und Behörden gearbeitet haben. Sie befürchten, dass sie genauso der Rache der Sieger zum Opfer fallen werden, wie einst die Ortskräfte in Südvietnam. Die Gefahr ist nicht von der Hand zu weisen. Deutschland trägt für diejenigen, die die Bundeswehr und zivilen Behörden in Afghanistan unterstützten, selbstverständlich eine Verantwortung. Es gebe ein schäbiges Bild ab, die treuen Helfer jetzt in Stich zu lassen. Und auch dafür gibt es eine historische Parallele, die vielleicht zum Denken anregt. Die Helfer der deutschen Schutztruppe in Ostafrika, die Askari, erhielten bis in die 90er Jahre von der Bundesrepublik Deutschland Rentenzahlungen. Dazwischen lagen immerhin zwei verlorene Kriege und vier Staatsformen. Dass Deutschland seiner Verantwortung für die ehemaligen Hilfstruppen des Kaisers nachkam, spricht für den Charakter unseres Volkes. Für die Versorgung der afghanischen Ortskräfte hat die Bundesregierung bereits eine Regelung getroffen. Sie ist angemessen und reicht aus. Wer für Deutschland gearbeitet hat und an Leib und Leben bedroht ist, kann mit seiner Familie nach Deutschland kommen. Dem Antrag der Grünen, der dieser Debatte zugrunde liegt, geht es freilich nicht um die Ortskräfte, die an deutscher Seite standen. Den Grünen geht es wie immer um eine unterschiedslose Verbringung von möglichst vielen Menschen nach Deutschland. Das lehnen wir ab. Das Recht auf Gewährung von Schutz muss einer Individualprüfung standhalten. Das gilt auch für die ehemaligen afghanischen Unterstützer. Meine Damen und Herren, die Tatsache, dass wir hier heute darüber sprechen, Afghanen nach Deutschland zu retten, die sich auf unsere Seite stellten, sagt alles über den verlorenen Einsatz am Hindukusch aus. 20 Jahre haben die Regierungsparteien hier im Parlament über die angeblichen Erfolge der Mission geredet. 20 Jahre stand der Westen immer kurz vorm Sieg. Und jetzt heißt es, rette sich, wer kann. Auch dazu könnte einem eine gewisse historische Parallele einfallen. Hier ganz in der Nähe Richtung Potsdamer Platz. Aber die erwähne ich lieber nicht. Sie verstößt gegen das 11. deutsche Gebot, du sollst nicht vergleichen. Schönen Dank. Danke. Das Wort geht an Helge Lind von der SPD-Fraktion.